Wann fängt denn endlich der Hauptfilm an? Nervig, diese Kinowerbung. Hört genauso dazu wie Popcorn. Werbung könnte ausfallen. Popcorn nicht. Ja, das stimmt. Kino und Popcorn sind zwei Teile eines Gesamterlebnisses. Klingst wie ein Werbefachmann. Ich meine ja nur, man kann sich auseinanderreißen. Wenn ich im Kino sitze, kriege ich sofort Appetit auf Popcorn. Fest assoziiert, wie bei Pavlovs Hund. Ach ja, Assoziationsgesetze. Englische Empiristen. Kleine Einzelempfindungen. Setzen alles zusammen, selbst das Denken. Wie im Film. Ach ja, der aus vielen tausend Einzelbildern besteht. Konnte man früher auf den Filmrollen richtig durchrattern sehen. Zumindest Ja. oben im Vorführraum. Ja, und manchmal gab es da einen Filmriss und das ganze Kino musste warten, bis der Film geklebt war. Kann heute im digitalen Filmzeitalter nicht mehr passieren. Hä? Sagt nicht immer, hä? Kaum beschreibst du es, bleibt das Bild stehen. Hm? Na, guck doch selbst, da. Tatsächlich. Nur noch ein einziges Erlebnisatom. Wie beim Popcorn. Hä? Nix, Herr Popcorn, Gesamterlebnis. Ach so, viele einzelne Popcorn-Geschmacksreizungen und das Rascheln der Tüte aus vielen einzelnen Hörempfindungen. Ja. Alles genau genommen nur Stückwerk. Auch wir selbst. Na, zumindest du. Du bist für mich nur ein Bündel von Einzelempfindungen. Na, ob das bös gemeint war, das muss ich mir noch genau überlegen. Mal abgesehen davon, in der Tüte sind jetzt nur noch 7 Stück Popcorn. Alles nur Stückwerk. Hä? Sag nicht immer, hä? Film fängt an. Was? Hä?